Wir sind schon zwei Jahre vorbei. Sie ist nie richtig drüber weggekommen, sich nie von sich ein. Eine Träne fliegt in Espresso über ihr Gesicht, Lampenhaar. Ein attraktiver Typ setzt sich an den Tisch und spricht sie an. Hallo, sie schaut apathisch empor und ist wie getroffen vom Blitz. Für Rosalie ist die Liebe auf den ersten Blick. Rosalie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre ich gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein am Sonntagmorgen. Rosalie, oh Rosalie, sie fühlt sich im Paradies. Er ist ihr vertraut und alles steht still rund um sie. Seit einer halben Ewigkeit hat niemand mehr mit ihr geflirtet. Er gibt ihr ein Kompliment, bis sie sich schämt und völlig errötet. Er fragt sie nach dem Namen und sie sagt Rosalie. Er sagt, schau mir Amor, ich habe eine Rose für dich. Das ist zwar nett, aber ich kann es unmöglich annehmen. Wir kennen uns gerade mal ein paar Minuten, ich hoffe, du verstehst es. Rosalie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre ich gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein an einem Sonntagmorgen. Sie nimmt die Rosen an und sagt, ich kann nicht dir noch mal danken. Eine offene Hand entgegen, das mache ich nur für Franken. Das ist mies, das ist fies, ich hab gemeint, sie sagt für mich. Er steht auf Wiedersehen und läuft zum Tisch wie ein Wein. Hallo hübsche Frau, wie ist Ihr Name? Melanie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre ich gestorben. Wie kann das sein? Eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein am Sonntagmorgen. Yeah.